Ich muss jetzt im Moment die Leitung erstmal für die gute Stefanie freihalten. Lieber Helmut, du kannst nachher gleich nochmal anrufen. Aber jetzt lass erstmal die Stefanie anrufen. Und da ist sie schon. Wunderschönen guten Abend. Ein spannendes Gespräch mit dem Olivier. Ich kenne ihn ja auch, ne? Und ich möchte dazu eigentlich nur noch ganz kurz was sagen. Also der Olivier wurde kritisiert und auch kriminalisiert, ja? Und die Ursachen, warum überhaupt Eltern ihre Kinder aus Heimen oder aus Pflegefamilien rausnehmen, die wird natürlich vollkommen verkannt. Und was nie wirklich richtig in der Öffentlichkeit zur Sprache kommt, sind diese unglaublichen Vorfälle, wie es auch Eltern beim Familiengericht geht, wie die Gutachter da tricksen, lügen und betrügen. Und genau deswegen wenden sich aus Not Eltern tausendfach in der Woche, im Monat an Leute wie Olivier oder halt eben auch mich. Ne? Ne? So viel dazu. So. Gott sei Dank gibt es solche Leute, an die man sich wenden kann. Das ist ja leider Gottes auch das, was ich aus professioneller juristischer Sicht sagen kann. Es gibt nichts Ärgerliches als die klassischen fünf Fehler, die alle machen in den ersten 10 Tagen, wo sie mit diesen Problemen betroffen sind. Also Familienhilfe reinlassen, unbedarft, ohne Zeugen, dummes Stellungnahmen abgeben, mit dem Ex-Partner streiten und. Und genau diese Fehler können, ja, diese Laienhelfer, wenn ich so formulieren darf, auch wenn sie manchmal professioneller sind als die Juristen, fast besser abfedern, als es eben die Juristen tun. Ganz genau. Also zumindest sind die Laienhelfer professioneller wie die Damen und Herren vom Jugendamt. Zumindest im Mutterschutz. Ja, nicht alle, also das möchte ich an der Stelle auch immer betonen. Es gibt wirklich Engagierte, aber genauso wie es halt engagierte Richter gibt, 2 von 100 sucht man sie bisweilen halt auch im Jugendamt mit der Lupe. Genau. Okay, so, da jetzt auch viele Leute hier zuschauen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wäre ein kurzes Statement von dir ganz gut, wer du bist und Ich? was dich eigentlich qualifiziert, über das Thema Schulöffnungen oder auch eben, ich schicke meine Kinder nicht in die Schule wegen Corona, was dich dazu qualifiziert. So. Ja, was bin ich denn? Also ich bin Volljurist, ich habe 12 Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet, bis ich dann aus verschiedenen Gründen die Nase voll hatte. Gibt Videos hier auf dem Kanal. Der Kanal selber soll eben genau diese klassischen Fehler, die man im Kampf mit dem Jugendamt und den Behörden macht, etwas abmildern. Ich glaube, habe mir durchaus sehr viel Renommee und Kompetenz angeeignet, gerade in diesem Bereich. Ja, David gegen Goliath, also Mensch gegen Maschine oder Staat, hätte ich jetzt fast formuliert. Und ja, glaube, dass es hier so viel ja, Defizite gibt, sowohl in der juristischen Beratung, dass eben solche Kanäle zwingend nur zur Verbesserung der ja, Qualität in der Juristerei beitragen können. Wer sich dafür im Übrigen interessiert, was ich so alles erlebt habe, er kann zum Beispiel meine Autobiografie Robenlos im Buchhandel erwerben. Da stehen Geschichten drin, die leider Gottes der Wahrheit entsprechen. Das bin ich, also Volljurist mit 12 Berufsjahren oder 15 Jahren, streiten, helfen, unterstützen. Und ja, ich glaube, das bevollmächtigt mich zusammen mit dir, einer ebenso engagierten und kompetenten Mutter und Aktivistin, dieses Thema Corona und Schule dann doch mal ja von der professionellen, aber auch von der ja, sage ich mal, kritisch hinterfragenden Seite zu besprechen. Genau, okay. So, dann lege ich mal los. Und zwar, es gab einen Artikel in MDR Jump Radio. Da haben Eltern und Schüler über den ersten Schultag berichtet. Und da wurde also auch mehrfach auch erwähnt, dass einfach nichts funktioniert hat. Die Schüler haben den Abstand nicht eingehalten. Bevor die überhaupt mal Atemschutzmasken bekommen haben, wurden sie erstmal in den Klassenraum gepfercht. Und da hat man denen erklärt, wie man diese Masken anwendet. Da ist natürlich schon der erste Fehler gelaufen. Man hat einfach diesen Abstand nicht eingehalten und die Kinder saßen zusammen mit Erwachsenen
in diesem Klassenzimmer. Und da, wenn da jemand infiziert gewesen wäre, ist es ja schon sehr wahrscheinlich, dass genau dort halt eben auch andere angesteckt werden. Und das ist halt eben dieses Problem. Ich bin überzeugt, dass die Schulen es momentan nicht hinbekommen, auf die Gesundheit der Kinder und auch nicht von den Lehrern zu achten. Und dann gibt es ja halt eben das Problem, es gibt genug Schüler oder Lehrer oder halt eben Angehörige, die mit ihren Kindern, die in die Schule gehen, zusammenleben, die dann zur Risikogruppe gehören. Und da ist es halt eben ein ganz wichtiger Punkt. Alle Familien, die davon betroffen sind oder auch Lehrer, müssen nicht in die Schule gehen. Die können sich befreien lassen. Und da geht es ja eigentlich heute auch in unserem Gespräch drum. Ja, vorneweg vielleicht nochmal genau zu diesem Thema erste Fehler. Ich würde sogar eine Stufe weiter vorne anfangen. Wie viele Schulgebäude sind denn überhaupt geeignet, um diesen ja nunmehr erfundenen oder plötzlich eine Rolle spielenden Hygienevorschriften zu genügen? Also ich erinnere da zum Beispiel nur an alle Schulen, die die Toiletten und damit zwingend natürlich auch einen Großteil der Hygiene Einrichtungen in eigenen Gebäuden außerhalb des eigentlichen Schulhauses haben. Das ist richtig, ne? Und wir hatten also bei uns in der Grundschule hatten wir ein Waschbecken im Klassenzimmer. Ja. Da könnte man das ja vielleicht organisieren. Die Kinder traben vor der Pause, nach der Pause an das Waschbecken. Jeder muss sich die Hände waschen. Allerdings, dann kommt ja auch der Unterricht zu kurz, weil da muss ja die Lehrerin dann warten, bis alle Kinder durch sind. Und bei einer Klasse von 30 Schülern oder auch 15 geht da ja auch eine Menge Zeit drauf, ne? Und also ich habe selber drei Kinder und die waren irgendwann auch mal kleiner. Ich weiß, es ist schwierig, die Kinder so zu beaufsichtigen und zu gucken, dass hier der Abstand eingehalten wird, da die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Und erfahrungsgemäß betrifft das nicht nur kleinere Kinder, sondern halt eben auch die größeren. Und gerade die Teenager, die machen sich einen Spaß auf Corona. Ich habe es heute auch beim Einkaufen gesehen, die hängen alle Kopf bei Kopf, ja, die halten Ja. sich nicht an die Regeln. Und ich bin der Meinung, als Mutter, als Vater kann man sein Kind gar nicht guten Gewissens in die Schule schicken. Nein, Ja? also da gehe ich mit dir vollkommen d'accord, wobei ich da schon auch eine Lanze für die Schüler und Teenager brechen möchte. Wenn ich sehe, wie wenig sich die Politiker an die Regeln halten, ja, was verdammt nochmal möchte ich denn bitte von pubertierenden Schülern, die ihre besten Freunde jetzt 6 Wochen nicht gesehen haben, erwarten? Das ist doch vollkommener Blödsinn. Richtig, also ich meine, auch ich selber, ich merke das auch. Ich meine, ich halte jetzt keinen körperlichen Abstand zu meinen Kindern, ja, muss ich nicht, aber wir haben heute beim Einkaufen zwei Bekannte aus der Nachbarschaft hier getroffen, ja. Auch die haben sich so wirklich an diese Abstandsregeln gehalten. Und lustig ist, wir waren auf dem Parkplatz der Polizei, weil direkt nebendran ist unsere Bank. Und da sind also mehrere Polizeibeamte aus dem Polizeibus ausgestiegen, ohne Atemschutzmasken, ohne Na ja, Sicherheitsabstand. klar. Ja, also ich meine, es ist einfach, es gehört nicht zu unserem normalen Leben dazu. Es fällt schwer und gerade wenn man sich freut, dass man jemanden sieht, man kann eigentlich nicht und es ist ja auch wirklich so ein ganz befremdliches Gefühl. Man trifft jemanden, dem man sonst eigentlich die Hand schüttelt oder irgendwas und auf einmal muss man den behandeln, als wäre der ein Aussätziger. Selbst wenn Ja. uns das als Erwachsenen schon schwerfällt, ja, dann ist es für die Kinder natürlich noch schwieriger, ja. Also ein Kind ohne Berührungen zu erziehen, grenzt ja beinahe an ja, Kindswohlgefährdung, um im Jugendamtsjargon zu sprechen. Ich glaube auch nicht, dass Kinder untereinander, ich meine, Körpersprache ist nun mal eine Sprache, die viel früher ansetzt als die ja, linguistische Artikulation. Also ein Kind ist traurig, also nimmt man es in den Arm. Das sind alles Dinge, die ja quasi halbautomatisch ablaufen. Das wird sich nicht abstellen lassen. Das kann man gerade bei Grundschulen im Übrigen ja definitiv nicht hinkriegen. Eben, also ich meine, gerade die Grundschüler, ja, die rennen über den Schulhof, fallen hin, hauen sich das Knie auf oder irgendwie Kopf angestoßen oder so. Die brauchen einfach dann auch mal die körperliche Nähe, weil die sind das ja auch von zu Hause noch total gewöhnt. Und wenn da eine Lehrer, also das ist ja auch für die Lehrer selber auch ein Problem, gerade die Grundschullehrerinnen, die gehen ja auch auf die Schüler zu, nehmen die in den Arm, trösten die und genau das soll und darf und kann man eigentlich jetzt nicht machen, obwohl jemand, der Herz hat, der wird es wahrscheinlich trotzdem machen. Aber genau da kommt ja dann wieder dieses Risiko mit der Infektion zum Tragen und das macht also in der Praxis den Schulalltag einfach unmöglich.
möglich, ja? Ja, also zumal, wenn ich jetzt natürlich die politische Meinung von vor 6 Wochen ernst nehmen würde, wo man ja wirklich gesagt hat, das Infektionsrisiko ist so groß, das Sterbe- und Verteilungsrisiko ist so weitreichend, dass man eben keine Schule durchführen kann. Jetzt soll mir mal bitte jemand erklären, außer dass inzwischen halt 160.000 Deutsche erkrankt sind oder waren, was hat sich denn bitte daran geändert? Oh, ich glaube, das sind mittlerweile sogar schon 200.000, ja. Ach ja, mein Und Gott. ich habe jetzt heute einen Link in einem österreichischen Magazin gesehen. Da ging es darum, dass Küssen verboten ist. Ja? Also man darf nur denjenigen küssen, mit dem man zusammenlebt. Aber wenn man jetzt jemanden neu kennenlernt, den darf man nicht küssen, weil ja dieses Infektionsrisiko so hoch ist. Ja? Und wenn es dann so hoch ist, ja, dann verstehe ich nicht, wie man dann Kinder in die Schule schicken kann. Zumal es in der Schule keine Maskenpflicht gibt oder zumindest nicht überall. Andererseits wird auch die Maskenpflicht in der Schule diskutiert. Also Rheinland-Pfalz zum Beispiel, glaube ich, die wollen Masken tragen in der Schule. Ja. Bei uns in der Schule soll auch Maskenpflicht bestehen. Bei euch ist wo, Stefanie, nur damit die Leute das einordnen können? In Mecklenburg-Vorpommern. Danke. So, und wenn man selber schon mal eine Atemschutzmaske getragen hat und es spielt da gar keine Rolle, ob es ein selbstgenähter Mundschutz ist aus T-Shirt-Stoff oder aus Baumwolle oder OP-Mundschutz, ja, wenn man damit länger atmet und sich dann auch noch konzentrieren muss, dann wird es einfach schwierig und es ist wirklich eine körperliche Qual. Und ich stelle ja nach der Sendung auch noch ein paar Dokumente online zur Verfügung. Da habe ich zum Beispiel auch den Link von Träger eingebaut. Träger ist ein Hersteller von Atemschutzgeräten und die stellen halt eben auch diese filtrierenden Halbmasken ohne Ventil zum Beispiel her. Ja. Und da gibt es also ganz klare Empfehlungen, wie oft und wie lange man diese Masken tragen darf und welche Pausen man einhalten muss. So, also für die FFP2 ohne Atemventil 75 Minuten Tragezeit, 30 Minuten Erholungszeit, 5 Einsätze pro Schicht und 4 Schichten pro Woche. Ja? Ja. Also wenn jetzt Schüler wirklich mit einer FFP2-Maske im Unterricht sitzen, dann müsste es regelmäßig dazwischen mindestens 30 Minuten Erholungszeit geben. Da redet niemand drüber. Ja, und es gibt ja auch diese Diskussion, dass man zu viel CO2 einatmet und die Feuchtigkeit, und das ist ja auch nicht unbestritten, was das für gesundheitliche Schäden mit sich also nach sich ziehen könnte. Und genau deswegen gibt es ja auch diese Empfehlung, wie lange darf man eigentlich Masken tragen. Und da gibt es gar keine Diskussion drüber in der Öffentlichkeit und weder die Politiker noch irgendwie die Schulen befassen sich mit diesem Thema. Also ich meine, ich kann jetzt von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Jede Maske hat ihre Tragenachteile, zumindest wenn man mal sich die Mühe macht, eine Maske eine Stunde am Stück zu tragen. Am bequemsten sind im Übrigen wirklich diese einfachen OP-Masken, die drücken am wenigsten, verglichen mit allem anderen, zumindest ist meine persönliche Erfahrung, eine Stunde so eine FFP3-Maske zu tragen, das ist kein Spaß mehr. Für mich ist ja eher die andere Frage, gerade in der Schule. Was soll Schule ohne persönlichen Kontakt bringen? Was soll Schule bringen, wenn ein Lehrer nicht hinter einen Schüler, gehen kann und ihm einen Fehler aufzeigen kann? Was soll Schule bringen, wo nicht, Schüler gemeinsam, lernen und sich, Fehler, aufzeigen können, ohne immer diese Kritik zu haben? Ich meine, wenn wir Schule reduzieren auf diese Abstandsflächen, ja, dann wüsste ich nicht, warum technischer Unterricht per Skype oder Zoom oder Google Meet oder wie auch immer ja nicht stattfinden sollte. Ja doch, wir kennen die Lösung. Der Staat hat schlicht und ergreifend versäumt, diese Technik bereitzustellen. Ja, genau, das sehe ich auch so. Also, du hattest ja in der letzten Woche auch da eine besondere Schule ein bisschen auf dem Korn gehabt, ne? Und Naja. da sieht man einfach, da läuft gar nichts. Da haben die Lehrer die ganzen Wochen, wo kein Unterricht war, wirklich für gar nichts genutzt. Das ist einfach nichts passiert. Bis heute gibt es noch nicht einen einzigen Elternbrief, der bei uns Eltern ankam. Also ich stehe da auch mit anderen Eltern im Gespräch. Da gibt es keine Informationen. Wir wissen auch nicht, geht am Montag die Schule los, ja oder nein. Und ich werde definitiv meine Kinder zu Hause lassen. Ich Ja. habe auch mit den Kindern darüber geredet, weil einfach da ganz viele Fragen offen sind.
Und ich fühle mich da als Mutter auch nicht ernst genommen, wenn ich gar keine Informationen bekomme. Naja, aber das ist ja auch genau der Punkt. JNK hatte das vorhin ja schon wunderbar gepostet. Ich suche mal gerade den Artikel auf Spiegel nebenbei, dass der Laschet, Mundschutz Laschet, genau, der relativiert jetzt nämlich die Pläne zur Grundschulöffnung wieder. Wir haben im Prinzip jeden Tag aufs Neue, nein, diese Seite soll es nicht sein. Wir haben jeden Tag aufs Neue irgendwelche Aussagen, die getroffen werden, wo am Ende dann wieder kein Mensch weiß, was jetzt gemeint ist. Das sind alles Punkte, wo ich mich echt frage, was soll das? Ja, ich meine, also ich erlebe das auch, dass Eltern nicht von der Schule informiert werden. Wir reden ja im Jahr 2020, wo es E-Mail, SMS und Co. gibt. Nein, da verteilt man durchgängig, ja, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, wie ich aus verschiedenen Quellen weiß, über irgendwelche Elterngruppen oder über Schulpflegschaften. Ja, ist Corona jetzt schon so schlimm, dass Lehrer nicht mal mehr eine E-Mail an Eltern schreiben können? Warum kann im Übrigen nicht die Schule mit den Eltern Kontakt aufnehmen? Und, und. Ja, also das sind Dinge, wo ich mich frage, in welchem düsteren Mittelalter leben wir eigentlich? Ja, ich möchte jetzt gerade dazwischengrätschen, und zwar bei YouTube habe ich gesehen, hat für Kinderrechte kommentiert, in einem Klassenzimmer während des Unterrichts, wenn jeder auf seinem Platz sitzt, ist der Abstand gewahrt, da benötigt man keine Masken, die sollen zum Kommen und Gehen verwendet werden. Es gibt wirklich genügend Videos, wo man die Durchlässigkeit von Masken auch gefilmt hat mit ganz speziellen Kameras, wo man sieht, auch trotz Masken fliegen diese Aerosole durch die Gegend. Und wenn natürlich auch in einem Raum man länger sitzt und auch mehrere Menschen sitzen, dann verteilen sich die Aerosole in der Luft. Also auch wenn da jetzt nur die halbe Klassenstärke mit 15 Schülern sitzt, ja, und ohne Maske und der Abstand eingehalten wird, je länger mehrere Menschen in einem Raum sitzen, desto mehr Aerosole bleiben in der Luft. Ja, also das Ja. kann kein Argument sein, zu sagen, ja, dann schicken wir alle Kinder in die Schule. Naja, Stefanie, ich meine, da kommt ja dann wieder der Irrsinn oder in mir natürlich die verfassungsrechtlichen Bedenken. Musikschulen zum Beispiel oder Volkshochschulen, die sind ja grundsätzlich geschlossen. Also anscheinend überlebt Corona ja nur in Volkshochschulen und Musikschulen, während an normalen Grundgesamt- und Gymnasialschulen das keine Rolle spielt. Also auf die Idee muss man erst mal kommen, dass man idente Einrichtungen unterschiedlich behandelt. Ja, das erstaunt mich auch immer wieder. Und da sind wir auch dann bei dem Punkt, Spielplätze sind ja nach wie vor geschlossen. Ich fand das heute ganz toll. Die haben irgendwie auch heute in der Politik darüber diskutiert, ob man die Spielplätze öffnen könnte für Kinder und Jugendliche. Ja, wobei natürlich die meisten Spielplätze ja sowieso gar nicht mehr für Jugendliche zugelassen sind. Ja, also Ja. da hapert es ja schon an elementarem, normalen Wissen, was ist ein Kind, was ist ein Jugendlicher. Und offenbar waren die noch nie in ihrem Leben mit ihren Kindern auf dem Spielplatz. Ja, ich weiß es nicht, jeder kennt diese Schilder. Ja. Der Punkt ist halt eben, die Kinder sollen zum Lernen in die Schule, ja, aber sie dürfen in der Freizeit nichts genießen. Nach wie vor hält man ja an diesem Abstand, Distancing einfach fest, aber in die Schule gehen sollen die Kinder. Und dort geht es wirklich nur darum, die Zeit abzusitzen, mit Sicherheit keinen normalen Unterricht zu erleben. Aber in der Freizeit, ja, werden die Kinder wie die Erwachsenen behandelt und die dürfen da gar nichts. Ja? Und das führt auch in jeder Familie mittlerweile zur Diskussion, ob das jetzt bei mir ist, bei befreundeten Familien. Man kann den Kindern das auch gar nicht mehr wirklich plausibel erklären. Und dieses ganze Hin und Her von den Virologen, von den Politikern, von den Ministerpräsidenten, es ist eigentlich wie in einer Irrenanstalt. Nein, also genau, das ist ja das Problem. Ich meine, es kommt ja dankenswerterweise genau dieser Disput ja auch zwischen Drosten und Merkel dazu, die ja langsam auch kapiert, dass der eine oder andere Virologe jeden Tag was Neues sagt. Im Übrigen am Rande, ja, ihr hört es gar nicht, dass mein Stuhl nicht mehr so viel quietscht. Ich hätte jetzt eigentlich schon Lob erwartet, aber das nur mal so erwähnt.
Die Politik widerspricht sich jeden Tag und das gepaart mit dieser latenten Aggression, die jeder durch dieses Zuhause sitzen müssen mit sich rumträgt, ja, ist eine ganz gefährliche Mischung. Und in genau dieser Mischung zwingen wir Schüler letztlich in vollkommen sinnlose Schulmaßnahmen. Ja, also es ist wirklich der Hammer, ne? Und ich meine, wenn man selber jetzt mit Atemschutzmasken schon mal einkaufen war, dann und man nimmt sich einfach mal die Zeit und guckt sich mal die Leute an, wie sie ins Geschäft reingehen, wie sie sich im Geschäft verhalten und wie sie auch wieder rauskommen, ja? Also da selbst kriegen es nicht auf die Reihe, die Masken vernünftig zu handeln. Ja, also die ziehen die Dinger ab, wenn sie aus dem Laden rauskommen und zack, dann erstmal den Schweiß abwischen. Ja? Ja. Einmal mit der Hand quer durchs Gesicht, natürlich keine Desinfektionsmittel. Und wenn Erwachsene das in dieser Menge, wie ich das jetzt die letzten paar Tage beobachtet habe, nicht hinbekommen, ja, dann frage ich mich, wie das Grundschüler hinkriegen sollen oder halt eben auch Teenager, die ja sowieso machen, was sie wollen, sich nichts sagen lassen, also nicht unbedingt, ja. Für mich ist das kein überzeugendes Schutzkonzept, ja, und Grundgesetz Artikel 6 berechtigt und verpflichtet die Eltern, sich um die Gesundheit ihrer Kinder zu kümmern, ohne Wenn und ohne Aber. Und du hattest ja letzte Woche auch da schon eine tolle Sendung zu, wo es darum ging, dass die Eltern nicht nur die Pflichten wahrnehmen müssen, sondern halt eben auch ihre Rechte. Und da gehört auch dazu, dass man eigenverantwortlich entscheidet und das Risiko abwägt. Ja. Und ich bin auch der Meinung, die Eltern sollten da ganz kritisch hinschauen und überlegen, lasse ich mein Kind in die Schule, ja oder nein? Ja, ich gehe zuerst darauf ein und dann gehen wir kurz auf dich ein, weil du gerade im Chat nachgefragt wirst, wer du bist und ob man dich kennen muss. Eltern sind die einzigen, die entscheiden über das, was mit ihrem Kind passiert. Das ist ein Punkt, der in der heutigen Zeit viel zu kurz kommt, weil der Staat den Eltern ja den Mut nimmt oder das Recht nimmt, eigenverantwortlich zu entscheiden. Gott sei Dank hat ja die Entwicklung im Hinblick auf Corona bewiesen, und da muss man ja Frau Merkel und Co. schon dankbar sein, dass der Staat zumindest sagt, die körperliche Unversehrtheit von Menschen steht über anderen Aspekten. So, dieser Fakt ist jetzt also erstmal feststehend, dass die körperliche Unversehrtheit anderen Aspekten vorgeht. Und daran hat sich nichts geändert. Wenn jetzt die Politik sagt, und ich sage auch gleich, warum sie das sagt, da komme ich gleich dazu, wenn Politik jetzt also sagt, ich ändere meine Meinung 180 Grad, dann ist es an der Zeit für Eltern zu schreien bis hierhin und nicht weiter, weil die nach wie vor bestehende Gefahr, Menschen zu verletzen oder vielleicht sogar zu töten, je nachdem, wie ernst man die eine oder andere Kritik oder Vorhersage nehmen möchte, dann muss man da eben nicht mitmachen. Warum machen denn die Schulen auf? Im Übrigen, heute Nacht unterhalte ich mich ja mit einer bayerischen Abiturientin. Das wird sicher auch ganz spannend. Ich hoffe, ihr bleibt also schön da. Der Staat möchte doch schlicht und ergreifend vermeiden, dass nächstes Jahr ein riesen Kuddelmuddel besteht, weil keiner mehr weiß, welches Kind in welche Klasse einzustufen ist, weil man nicht weiß, wie man mit den Abschlüssen umgehen soll, weil man im Prinzip keine Ahnung hat, wie man die Defizite gerade bei Grundschulklassen aufholen soll. Lehrer, die es im Prinzip jetzt seit 6 Wochen nicht schaffen, ein Konzept für neuen Unterrichtsstoff beizubringen, die im Prinzip nur Wiederholungsarbeiten oder Schreibübungen oder einfachste bereits gelernte mathematische Dinge den Kindern beibringen. Wir schieben da ein Defizit vor uns her, und statt dieses Defizit anzuerkennen und zu sagen, wir müssen einen Cut machen, wir müssen halt bestimmte Aspekte in der Zukunft rausschmeißen, um diese verlorene Zeit irgendwie einzuholen, sagt man jetzt halt einfach, nee, ganz schnell alles wieder zum Alten zurückkommen, dass man so tun können, als ob nichts gewesen wäre. Und das um den Preis, Kinder zu gefährden, und deren Eltern zu gefährden und deren Großeltern zu gefährden. Ich möchte nicht in der Haut stecken,
wenn ein Kind heimkommt und mit der Schuld leben darf, ich habe vielleicht Corona an meinen Opa weitergegeben. Richtig, also das kommt ja in dieser ganzen Diskussion auch viel zu kurz. Du hast ja eben angesprochen mit der körperlichen Unversehrtheit, die ja über allem steht. Mit diesem Argument begründet man ja, warum jetzt Kinder und Großeltern keinen Kontakt haben sollen. Ja. Das betrifft übrigens ja auch die Lehrer, die selber schon im betagten Alter sind und dann vielleicht auch noch ihre eigenen Eltern haben, die sie mitversorgen müssen. Auf der einen Seite genügt dieses Argument körperliche Unversehrtheit, um umfassende Kontakteinschränkungen zu machen, die für alle gelten. Auf der anderen Seite wird es aber dann für die Schulen ausgesetzt. Also das ist, die Logik erschließt sich mir überhaupt nicht. Ja. Ja, und also ich kann es nicht nachvollziehen, warum man da solche Experimente macht. Und es gab jetzt auch gerade gestern und heute auch diese öffentlichen Diskussionen. Da gibt es, also Kinderärzte haben Alarm geschlagen, da gibt es irgendeine merkwürdige Auffälligkeit jetzt bei Kindern, die verstärkt beobachtet wird. Und es gibt noch keine fundierten Studien, wie schlimm Corona für Kinder ist und welche Auswirkungen das hat und wie ansteckend die sind. Der Drosten hat ja gesagt, also Kinder sind genauso ansteckend wie Erwachsene. Und genau das ist ja ein Argument, mit dem ich jede Kita und jede Schule noch geschlossen halten würde. Zumindest so lange, bis ich definitiv wissenschaftliche Studien habe, die ganz klar sagen, so und so ist das Risiko und mit diesen Methoden können wir dem Ganzen vorbeugen. Ja. In der Bild-Zeitung stand heute, man erarbeitet in der nächsten Woche ein Konzept, wie man den Schulbetrieb wieder aufnehmen kann. In der nächsten Woche. Nicht in dieser Woche und auch nicht in der letzten, nachdem man ja in NRW schon die Schulen geöffnet hat. Ja, ich meine, man hat jetzt 5 Wochen im Prinzip nichts getan. Das klassische Lehrersyndrom zwischen den Ferien hat man ab und zu ein bisschen was zu tun. Den Gegenbeweis, dass man in diesen 5 Wochen bis oder diese 6 Wochen bis jetzt gearbeitet hätte, hat mir bisher noch keiner bringen können. Aber das Hauptproblem, und da möchte ich eigentlich an dem, was Manfred vorhin im Chat geschrieben hat, anschließen, ist doch für den Staat. Er hat uns jetzt jahrzehntelang indoktriniert, dass wir Eltern zu blöde sind, unsere Kinder selber zu unterrichten. Es gibt in Deutschland eine Schulpflicht, keine Bildungspflicht. Also es ist aus staatlicher Sicht sinnvoller, ein Kind 13 Jahre zu einem Lehrer zu schicken, der kein einziges Wort sagt, als dass die Eltern dem Kind beibringen, was das Kind wissen muss. Und jetzt plötzlich muss dieser Staat erkennen, upsibups, ich kann das ja gar nicht leisten. Corona ist ja nur die Ausrede dafür, dass man weder technisch noch personell noch inhaltlich up-to-date ist in diesem Land, was wir ja seit PISA-Studien schon länger wissen. Und plötzlich erkennt man, dass man doch die Eltern braucht, um diese Versäumnisse aus der Welt zu schaffen. Und damit im Prinzip die ganze Argumentation der letzten 20, 30 Jahre, die den Eltern jegliche Kompetenz abgesprochen haben, auf den Kopf stellt. Ja, es geht ja eigentlich sogar noch ein Stückchen weiter. Man braucht nicht nur die Eltern, sondern man hat es komplett an die Eltern delegiert. Ja? Ja. Bei uns in der Schule fanden die ersten 4 Wochen gar keine Hausaufgaben statt, weil man das einfach gar nicht organisieren konnte. Ich sage ja eins, ich bin kein Programmierer, aber selbst ich schaffe es, innerhalb von einer Stunde eine funktionierende Internetseite ins Leben zu rufen. Ich bin nur eine kleine Frau, die gar nicht so die Möglichkeiten hat, auch nicht die finanziellen Mittel, eine Agentur zu beauftragen, die mir wirklich ein großes Portal, was auch zum Lernen geeignet wäre, irgendwie ins Leben zu rufen. Aber ich sehe da jetzt auch einen Staat, der das in weiten Teilen überhaupt nicht gebacken bekommt. Ich sehe auch gar nicht so den Elan und die Muße, da mal ernsthaft drüber nachzudenken und das mal zu starten. Corona ist ja nur eben kein Problem, was wir erst seit 5, 6 Wochen haben. Spätestens ab Januar 2020 hätte das eigentlich klar sein müssen, da kommt was auf uns zu, das wird uns betreffen, weil wir sind in einer globalisierten Welt. Da hätte man schon anfangen können, zumindest mal in der Theorie die ganzen Sachen durchzuplanen.
Und es gibt ja auch genügend Dokus, wo man auch sieht, bei jeder Pandemie ist immer wieder dasselbe Problem und immer wieder wird das Gleiche diskutiert. Da habe ich gerade die letzte Woche eine tolle Doku von Arte gesehen, die hat damit geendet, wie gehen wir mit der nächsten Pandemie um, denn sie wird kommen. Und die Doku ist auch schon ein paar Jahre alt, aber Nö. daraus gelernt hat man anscheinend nichts. Nö, also ich meine, das ist ja auch, ich spreche jetzt mal nur für NRW, weil ich ja nahe Düsseldorf lebe, aber ist wohl in allen Bundesländern so, wir haben ja ziemlich viele Fernsehsender. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man nicht für jede Jahrgangsstufe einen Lehrer jeden Tag eine Stunde vor eine Fernsehkamera stellen kann und dann online und oder über die Fernsehprogramme das Ganze ausstrahlen kann. Das ist für mich schlicht nicht nachvollziehbar. Die Lehrpläne sind ja theoretisch vorgegeben, auch wenn die Art und Weise der Vermittlung ja dem einzelnen Lehrer vorbehalten bleibt. Es wird gar nicht mal versucht, die bestehenden Strukturen, die jeder von uns mit ziemlich viel Geld jeden Monat ja subventioniert über die GEZ, entsprechend zu nutzen. Stattdessen, ganz wichtig, stattdessen muss man sich die Frage stellen, wie viel Sendung mit der Maus wollen wir noch anschauen? Ja, also die Krone der schulischen Leistung, die die Kultusministerkonferenz im Moment hinbekommt, ist, dass jeden Tag eine neue Folge Sendung mit der Maus aus Archivmaterial der letzten 50 Jahre kommt. Das ist das deutsche Schulkonzept für die Pandemie. Das muss man mal sitzen lassen. Ja, also ich bin dabei, für die Internetseite eine Aufstellung zusammenzufassen, welche Verordnung für welches Bundesland momentan besteht, damit Eltern auch sehen können, ob sie beantragen müssen, dass die Schüler freigestellt werden. Und ich google bei jedem Bundesland nach Kultusministerium, nach Verordnung. Da gibt es wirklich Bundesländer, da steht nichts darüber. Gar nicht, wo man die Verordnung findet, wann die Verordnung erlassen wurde und vor allen Dingen, welche Ausnahmemöglichkeiten bestehen. Nochmal in aller Deutlichkeit, Kinder, die zu der Gefahrengruppe gehören, müssen Ja. nicht in den Unterricht, Lehrer müssen nicht in den Unterricht und halt eben auch Lehrer und Schüler, die mit Risikogruppen zusammenleben, die können vom Unterricht befreit werden. Darüber wird überhaupt nicht informiert. Und wenn man dann hingeht und sucht sich für sein Bundesland diese Informationen, findet man die noch nicht mal mehr. Auch da Ja. absolut Desinformation. Nein, also das stimmt schlicht und ergreifend. Ich meine, das ist ja auch das Schlimme an dieser Nachricht von Mundschutz Laschet. Wenn man es nicht mal schafft, 12 Stunden eigene Nachrichten aufrechtzuerhalten, was will man dann von Eltern erwarten? Wie aber vor allem soll ein Schulkonzept aufrechterhalten werden, wenn nicht mal klar ist, welche Lehrer überhaupt in Betracht kommen? Ja? Zum einen haben wir eben junge Lehrer, die vielleicht aufgrund der eigenen Kindersituation im Moment nicht wirklich im Unterricht nachkommen können. Dann haben wir auf der anderen Seite eben ältere Lehrer, die gesundheitlich eben in den Risikobereich reinkommen. Wenn wir in 10 Jahren so eine Sendung machen, dann bin ich ja auch schon an der Grenze zur Risikogruppe, muss man ja mal knallhart sagen. Und dazwischen dann noch alle Lehrer mit gesundheitlichen Problemen. Ja, wie viele bleiben überhaupt über? Kann denn überhaupt mit bekanntem Schulpersonal Unterricht gerade bei Grundschülern aufrechterhalten bleiben? Die kann man ja nicht einfach jetzt vor neue Leute setzen, die keine Ahnung von der Klasse, von den einzelnen Klassensituationen haben. Also ich habe geguckt, ne, laut Robert-Koch-Institut, RKI, zählen zu den Risikogruppen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, chronische Erkrankungen der Lunge, COPD, Asthma, chronische Lebererkrankungen, Diabetes und Krebserkrankungen sowie ein geschwächtes Immunsystem. Ja. Dazu zählen auch Personen, die Medikamente einnehmen, die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, also zum Beispiel Cortison. Ja. Da kommt ja wirklich eine ganz große Zielgruppe auch in Frage. Bei Ja. Schwangeren ist es auch noch nicht geklärt.
Und zur Risikogruppe der Lehrer gehören auch alle über 60 und halt eben unter 60, die erkrankt sind. So, und da fällt ja schon ein ganz großes Raster an Lehrpersonal aus. Ja. Und es gibt halt eben auch Länder, da dürfen die auch gar nicht einfach den Unterricht verweigern. Ja, was natürlich ein Problem ist. Da haben wir vielleicht eine Risikogruppe und Schüler, die da mit diesen Lehrern auseinandertreffen. Also es ist ja wirklich kompletter Irrsinn, weil man weiß ja eigentlich gar nichts, ne? Nein, und das Ganze geht natürlich dann wieder konträr mit der Situation, dass natürlich ärztliche Schweigepflichten auch gelten. Keiner sollte gezwungen werden, guten Abend, Ralf, hier entsprechend Diagnosen kundzugeben. Im Übrigen, wenn ihr für euch oder eure Kinder ein solches Sonderrecht in Anspruch nehmt, ihr müsst eben nicht konkret benennen, worin eure Probleme liegen. Es reicht aus, wenn der Arzt bescheinigt, dass eine Risikogruppe vorhanden ist. Auch das ist wichtig zu wissen, denn wir müssen uns nicht noch nackter vor einen Staat stellen, der sowieso schon in jede Richtung alles weiß und diese Situation aus meiner Sicht auch ausnutzt, um noch mehr Informationen zu sammeln. Ja, interessant ist übrigens, also die Länder haben das ja alle individuell geregelt, ne? Es gibt also Länder, die da sehr strikt sind. Dann gibt es zum Beispiel auch Rheinland-Pfalz, die schreiben im Wortlaut, Schülerinnen und Schüler, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, wird empfohlen, zu Hause zu bleiben. Es gibt auch Bundesländer, die gar kein Attest benötigen. Da reicht es also, wenn man sagt, mein Kind oder ein Angehöriger ist erkrankt, zählt zur Risikogruppe, dann dürfen diese Schüler zu Hause bleiben, aber müssen halt eben zu Hause dem Unterricht folgen. Gut, die Infrastruktur ist nicht gegeben, aber theoretisch würde es so laufen, Ja. ne? Aber ich meine, an der Stelle geht mir auch schon wieder die Hutschnur hoch. Diese Empfehlungen, die sind mit Verlaub lächerlich. Ja, denn wir brauchen klare Ansagen. Ja, nicht wird empfohlen oder ihr könnt oder ihr dürft. Nein, klare Aussage. Wenn Vorerkrankung, bleibt zu Hause, keine Nachteile. Wenn dies, dann das. Und genau das ist doch das Hauptproblem, das wir im Moment haben, dass diese Führung, für die eine Regierung ja letztlich gewählt wäre, nicht gegeben ist. Ganz genau, ja. Und ich meine, also bei uns ist es so, ich müsste es beantragen. Ich selber gehöre ja auch zu der richtig stark gefährdeten Risikogruppe. Ich müsste beantragen, dass ich meine Kinder zu Hause lassen darf, aber ich werde das gar nicht beantragen, sondern ich werde es einfach verkünden, dass meine Kinder zu Hause bleiben. Wie gesagt, Grundgesetz Artikel 6 und Ja. die körperliche Unversehrtheit, wegen der wir ja diese anderen Maßnahmen alle in Kauf nehmen müssen, legitimiert mich eigentlich dazu. Warum soll ich es jetzt noch beantragen? Und Ja? nochmal, der Staat hat bewiesen, dass er sowieso die Schulpflicht im Moment nicht umsetzen kann. Also ich würde ganz gerne eine Mutter oder einen Vater begleiten, die sagen, wir nützen jetzt diese Steilvorlage und erzwingen jetzt Homeschooling, weil der Staat ja in diesem Offenbarungseid einräumen musste, dass er seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Ja? Und das auf der einen Seite gepaart mit den Bedenken, dass Hygieneregeln, ich meine, seit Jahren haben wir verdreckte Schulklos mit zu wenig Waschbecken, wir haben keine Putzfrauen mehr, weil kein Geld da ist, die Kinder müssen selber kehren und Mülleimer leeren. Und jetzt, schwuppdiwupp, ja, sind plötzlich die ganzen Feen wieder da. Wir haben hygienische Zustände, alle Fliesen sind neu verfugt, alle Waschbecken sind sterilisiert und Seifenspender sind natürlich angebracht und die werden auch definitiv nicht kaputt gemacht und die werden auch immer jederzeit mit ganz viel Seife und vor allem Einweghandtüchern bestückt. Ja, wer glaubt, wird selig, ja. Ja, und da ist natürlich auch noch diese lustige Beschaffungsspahn, der mit AKK das gefeiert hat, diese Woche 25 Millionen KN95 Atemschutzmasken zu besorgen. Naja. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also die sind ja auch nicht für die Bevölkerung, sondern für medizinisches Personal dort, wo es wirklich auch dringend gebraucht wird. Ja. Aber der Staat macht es sich auch einfach und sagt, naja, Eltern, ihr seid dafür verantwortlich.
Masken zu beschaffen, die also für eure Kinder, damit die dann mit dem Bus in die Schule fahren können oder halt auch mit der Maske in der Schule sitzen können, obwohl es ja mit einer Maske gar nicht getan ist. Und da geht der Staat auch hin und lässt die Eltern komplett alleine. Viele haben Umsatzeinbußen, der Arbeitsplatz ist weggebrochen, die Selbstständigkeit ist zum Erliegen gekommen. Alles wird teurer, die Eltern haben teilweise das Geld gar nicht und auch nicht die Möglichkeiten. Und es kann auch nicht Sache sein, dass der Staat sagt, naja, Behelfsmasken reichen. Es gibt ja mittlerweile genügend Erkenntnisse, zum Beispiel auch vom Ärzteblatt, dass auch diese OP-Masken auch nicht wirklich gut schützen. Da hat man ja vier Probanden in eine Petrischale husten lassen. Und es wird einfach gesagt, naja, das reicht halt, ja, das reicht. Und trotzdem ist ja da auch eine Gesundheitsgefährdung und das kann einfach nicht reichen. Und wenn die Eltern komplett alleine gelassen werden, sie haben das Geld nicht dafür, genügend Masken zu besorgen. Sie haben auch nicht die Möglichkeiten, richtige Masken zu besorgen. Dann bin ich wirklich der Meinung, dass es so einfach auch gar nicht gehen kann. Ja? Naja, Entschuldigung, 5 Wochen lang haben Masken keine Rolle gespielt. 5 Wochen lang hat man uns erzählt, dass weder das Desinfizieren im öffentlichen Raum etwas besser macht, noch dass Masken etwas ändern. Und jetzt plötzlich, nachdem halb Deutschland krank ist oder krank werden könnte, jetzt plötzlich kommen die Masken wieder ins Spiel. Also, ich meine, für wie dumm hält man uns denn? Ich meine, ich bin ja für Argumente aufgeschlossen. Aber man kann doch nicht den Peak der Krise abwarten und danach erst diese Maskenpflicht einführen. Was soll das? Ja, und das ist ja nicht, die Maskenpflicht alleine ist ja nicht das einzige Streitthema. Es gibt ja auch genug Informationen, wie lange sich das Coronavirus angeblich auf diversen Oberflächen hält. Auf Papier 4 Stunden, wenn ich es richtig im Sinn habe, auf Plastik 72 Stunden oder auch länger. Jeder Schulranzen ist aus Plastik, jeder Rucksack ist aus Plastik. Ja. Wie soll man eigentlich die Schulhefte hin und her geben, wenn die ja potenziell auch 4 Stunden lang verseucht sein könnten? Auch da wird gar nicht drüber geredet. Ja? Ja. Nein, also das seh ich genauso. Ich bin jetzt, wenn wir jetzt eine Dreiviertelstunde zu dem Thema hinter uns haben, mal so frech und blende wieder unsere Call-in-Nummer ein. Vielleicht klappt es diesmal mit einer Telefonkonferenzfrage an Stefanie und mich. Das wäre die 02151 4475198 29. Ruft an oder stellt natürlich eure Fragen im Chat. Wir gehen gerne drauf ein. Aber bis und ob jemand anruft, jetzt einfach nochmal ganz klar zusammenfassend die Frage an dich, Stefanie. Deine Empfehlung, und zwar unabhängig von der Frage, ob Vorerkrankungen in der Familie eine Rolle spielen, ja oder nein. Bist du der Meinung, Eltern sollten ihre Kinder in die Schule schicken? Und wenn ja, einfach kurze Zweisatzbegründung. Gut, also für mich stellt sich die Frage ja nicht wirklich, weil ich bin Risikogruppe, aber wenn ich nicht Risikogruppe wäre, würde ich trotzdem meine Kinder zum jetzigen Zeitpunkt nicht in die Schule schicken, weil ich überhaupt keine fundierten Quellen habe, wo ich mich über das wirkliche Risiko für meine Kinder informieren kann. Und da liegt der Hase meiner Meinung nach im Pfeffer begraben. Also ich sehe es genauso, mal unabhängig von der Frage, dass wir bisher keine Konzepte haben, die belegen, dass diese Schule überhaupt was bringt, zumindest mehr bringt als intensive Betreuung zu Hause. Ich habe kein Konzept für die Hygiene, ich habe keine Belege, dass es funktioniert. Ich habe nur vage Behauptungen, dass es keine Kontaktprobleme geben wird, wie auch immer das funktionieren soll. Und ich habe eine kopflose Politik, die jeden Tag was anderes sagt. Anders formuliert, wäre unsere Politik ein Staubsaugerverkäufer und würde jeden Tag mit neuen Argumenten vor der Tür stehen. Ich glaube, keiner von uns würde einen Staubsauger kaufen. Richtig, so geht es mir auch, ne? Und ich meine, es ist ja wirklich die ganzen Nachrichten, die man hört. Ja. Und
ist jetzt nicht mehr nur Interpretationssache, wie legt der Spiegel das aus, was schreibt die Bild zusammen, sondern wirklich auch die Virologen und die Politiker, wenn man die wirklich irgendwo in der Sendung sieht. Jeden Tag ist es eine andere Meldung und die sind so gegensätzlich, ja. Ja. Heute ist es schwarz, morgen ist es weiß, am nächsten Tag ist es pink, ja. Richtig. Man kann da überhaupt niemanden mehr glauben und das wird auch wirklich ein Riesenproblem sein, weil ich bin der Meinung, dass spätestens heute mit dem Pressebriefing vom Robert-Koch-Institut auch der Herr Wieler seine Glaubwürdigkeit komplett verspielt hat. Ja. Die haben diese Reproduktionszahl irgendwie neu, die wird jetzt neu berechnet, deswegen geht der Wert runter. Also die Moment, ich Presse habe jetzt hat. einen Anruf. Jetzt schauen wir mal kurz ein Statement. So, hallo? Hallo? Hallo, So, jetzt, mit Knut Hockemeyer. genau, Moment, warte mal kurz. So, jetzt haben wir die Telefonkonferenz. Ja, was ist dein Statement? Mein Statement ist, dass FFP2-Maske. Ja? So, hallo? Hallo? Ja, mein Name ist Helmut Pockemeyer. Gerade zu den Masken, was besprochen wurde. Ja. Ja, ich weiß Vielleicht einfach den Rechner ausschalten, weil ansonsten haben wir diese Rückkopplung. mein Statement gerade zu diesen FFP2-Masken oder auch 3 Ja. ist, die mit dem Auslassventil Ja. schützen einen höchstens selber. Ja. Mein Name ist Helmut Pockemeyer, gerade zu den Masken, was besprochen wurde. Ja. Und weiter? Vielleicht einfach den Rechner ausschalten, weil ansonsten haben wir diese Rückkopplung. Ich habe das Mikrofon extra ausgeschaltet. Nee, nee, du musst den Lautsprecher ausschalten, am Das kann Rechner. sein, ja, der Lautsprecher habe ich jetzt auch noch nicht, aber das kann ich auch noch gleich schnell machen. Moment. Mach das, weil ansonsten haben wir genau dieses Problem. Ja, ich habe das selten mit dieser Art, aber vielleicht ist Alles es gut. jetzt besser. Ja, jetzt Aber ist dann höre perfekt. ich euch natürlich nicht, weil ich habe das hier über einen Lautsprecher und nicht über einen Kopfhörer. Ja, aber Das ist mein du Problem. müsstest jetzt am Telefon eigentlich hören, was wir sagen. Okay, dann ist gut. Ja. Schauen wir mal, wie das geht. Ich bin ja auch neu in der Runde. Alles gut. Also, jetzt leg los. Ja, diese FFP3 oder 2 Masken mit Auslassventil Ja. schützen höchstens die Person selber, aber geatmete Luft kommt in den Raum durch das Auslassventil. Das sind eigentlich Masken, die man benutzt, zum Beispiel, wenn man in einer Spritzkabine ist, ja, und hat Ja. eigentlich nichts damit zu tun, dass man die benutzen kann, um Hygieneschutz zu machen, weil, wie gesagt, die für einen anderen Zweck sind Ja. und deswegen gar nicht geeignet sind. Ein reines Tuch würde auch nicht helfen. Also man müsste die Masken auch schon entsprechend also bestimmte Anforderungen hat man an den Masken, damit die wirklich schützen. Und so ein reines Tuch, wie Sie jetzt sagen, ja, ist Ersatz, geht auch nicht, weil da geht es auch gleich durch. Das Ja. ist eigentlich sogar noch schlimmer, weil sich das dort verfängt und drinnen bleibt. Ja. Denkst du, dass es Sinn macht, unter dieser Prämisse, die Schulen wieder zu öffnen? Ich habe selber eine Tochter, die in der Grundschule ist, die zu Hause sich langweilt, Ja. die andererseits eigentlich eher eine robuste ist, also selten krank wird. Und es ist sehr, sehr schwierig, sie zu Hause zu motivieren, weil sie braucht, die ist jetzt 9, wird jetzt 10, ist in der zweiten Klasse noch, obwohl es war jetzt durch das er rausgerissen worden ist aus Ja. der Familie. 1,5 Jahre ist er einmal zurückgestellt worden. Dann hat sie die sonderpädagogische Förderzentrum hinter sich. Das ist das erste Jahr in 2 Jahre. Und jetzt ist sie in der zweiten Klasse in der Grundschule, in der normalen Grundschule. Aber sie braucht die Kinder Ja, zum klar, Lernen. natürlich.
Ja, und das ist in dem Alter noch ganz, ganz wichtig. Und wenn ich da denke, wir wollten die in der Johann-Schmidt-Schule haben, da haben sie fast 30 Kinder in der Klasse und steckt voll richtig eng. Und sie sind nicht bereit, das wäre unsere Sprengelschule gewesen, um dieses zu vergrößern oder einen vierten Zug zu machen. Da haben sie die Kapazitäten einerseits nicht. Wenn ich sie da reinschicken müsste, also wer da Angst hat wegen Corona, das geht gar nicht. Und in der Schule, wo sie jetzt ist, ist es ähnlich. Steffi, das ist ja vielleicht auch eine Frage an dich. Das Problem, dass wir viel zu große Schulklassen haben, beeinflusst ja sicherlich die Corona-Problematik auch. Sicher. Sehe ich auch so. Ich weiß nicht, wie heißt der junge Mann am Telefon? Harald? Helmut Poggemeier. Helmut, Entschuldigung. Hast du mal mit deiner Tochter darüber geredet, wie sie das findet, dass sie auch im privaten Umfeld sich gar nicht mit ihren Freundinnen treffen darf? Das ist, nee, sie hat eigentlich nur die Schule und sie benutzt auch momentan nur die Schule. Aufgrund der Situation, wir haben in Deutschland folgende Situation eigentlich. Da, wo Häuser sind, wo viele Häuser sind, da wohnen alte Leute und die haben keine Kinder, die sind schon längst aus dem Haus. Und die Kinder sind, wenn, in Blocks und wir waren einfach in der Gegend, wo eben Häuser waren, aber ein kleines Haus, was wir gemietet hatten, da war der Kontakt von vornherein sehr schlecht. Und jetzt hat sie sich so daran gewöhnt, dass sie eigentlich nur den Kontakt in der Schule noch hat. Und wenn der diese Nachmittagsbetreuung, deswegen hatten wir auch die Nachmittagsbetreuung, und das war auch gut, ja. Und dadurch war das besser. Also dadurch hatte sie Kontakte. Und jetzt hätte sie in dieser zweiten Klasse jetzt mal in der Grundschule Kontakte, die am Ort sind. Weil vorher war sie in der sonderpädagogischen Zentrum und da wurden sie von allen Ecken, von allen Fremden, also weiter weg zusammengekarrt, sodass sie gar keine Kontakte hier am Ort hatte. Jetzt hätte sie die Möglichkeit, zwar ein Stück weiter weg, weil dieser Sprengel weiter weg ist, aber zumindest hier am Ort. Also das gibt es jetzt auch leider nicht. Ja, bei dir ist also das hauptsächliche Problem, dass da die sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen einfach komplett weggefallen sind. Genau. Ne? Ja. Ja, und in dem Alter sind die Kinder ja auch noch nicht so, dass sie jetzt so, also meine sind jetzt 17 und 18, ja, die haben natürlich Handy und die haben Gruppenchats, Klassenchats, die haben da auch diesen Kontakt noch. Aber in dem Alter von Grundschülern ist es vielleicht auch noch nicht so gegeben, ne? Also ich sehe auch, das sollte auch gar nicht so sein und ich möchte auch gar nicht, dass sie jetzt schon so sehr die Medien undosiert kriegt und sich gar nicht, sie muss ja das meiste muss ja schreiben auf dem Arbeitsblatt und so weiter, in so ein Heft rein und so weiter. Die kann ja gar nicht in diese Richtung lernen. Also die Schule ist ja noch relativ konservativ diesbezüglich. Ja. Und in der Zeit, wo die jetzt diese eigentlich, was ich auch sehr sehen kann in Deutschland, man hat diese Katastrophe, man macht das wie bei den Kindern, man reißt die Kinder, macht die größte Maßnahme, man reißt die Kinder raus oder jetzt machen sie die größte Maßnahme, man macht den Shutdown und dann ruht man sich erstmal aus. Statt dass man dann überlegt, was kann ich machen, um die Situation zu beheben, dann fangen die erst 12:05 an zu überlegen, ach, wir müssen ja doch mal wieder was tun. Ganz genau, das sehe ich auch so. Man hätte vielleicht viel früher sagen sollen, Leute, tragt Maske. Wir wissen zwar nicht so genau, ob die 100%ig oder 50%ig schützen, aber das hätte man ja gleich mit diesem Beginn von diesem Shutdown machen können. Da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen so diese Ausbreitung verhindern können. Und dann hätte man vielleicht auch nach den Ferien, nach den Osterferien, allmählich diesen Schulbetrieb wieder aufnehmen können, wenn man in dieser Zeit überlegt hätte, wie können wir das möglichst sicher gestalten. Und das ist ja der Vorwurf an die Politik, dass einfach nichts gemacht wurde. Man hat die Sache ausgesetzt, man sitzt es immer noch aus. Ja. Heute lese ich in der Bildzeitung, ja, man plant wie nächste Woche, wie es weitergehen könnte. Warum hat man das nicht schon viel früher gemacht? Dann wären wir vielleicht heute auch in einer ganz anderen Situation. Ja klar, wir hätten schon längst überlegen können danach. Also erstmal macht man den Shutdown, man macht erstmal die Gefahren
Handhabe, die man denkt, dass sie richtig ist, und dann guckt man aber, was muss ich jetzt noch machen? Wie kann ich das jetzt noch verbessern? Ja. Dann hätte man schon längst, wir haben keine Masken. Das ist ja schon mal ein Punkt, und dass das nicht mal in Deutschland hergestellt wird. Dass wir zwar die Maschine haben, die das herstellt, aber nicht hier in Deutschland produziert, sondern ist alles in Fernost. Also ich sehe jedenfalls auch das Hauptproblem. Und man hat auch nicht dafür gesorgt wie eine Vorräte. Das wäre so ungefähr so. Ich habe eine Feuerwehr und die hat keine Artenschutzgeräte. Die muss ich erst in China besorgen, wenn hier das brennt. Vollkommen richtig. Was für mich, Steffi, warte mal kurz. Ich habe noch einen kurzen Satz. Aber dann ich. Ab Februar haben viele Frauen angefangen, ehrenamtlich Masken aus Baumwolle und T-Shirt-Stoffen zu nähen. Da hätte die Regierung sagen können, okay, wir haben keine Masken, wir kriegen die auch nicht so schnell, aber das ist eine gute Idee. Macht es bitte, wenn ihr die Möglichkeiten habt, weil es könnte was bringen, auch wenn wir jetzt noch keine Aussage über die Wirksamkeit treffen können. Wobei eben die Masken man kann auch keine Aussage über die Wirksamkeit treffen. Man müsste eigentlich, ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt, kann man auch im Internet Info schlau machen, eine Maske müsste, und das ist ja das, was wir nicht haben, das läuft jetzt erst an. Es gibt einen Fließstoff, der müsste innen rein, ein Stoff außen, innen und außen, und der äußere Stoff, der müsste wasserabweisend sein. Dann hätte man eine Maske, die ist zwar nicht zertifiziert, das kann man privat nicht, aber die würde dann wenigstens schützen. Ja. Sowas näht meine Frau. Die ist aus Vietnam, die kennen diese Problematik da schon, weil die laufen da immer gerne mit diesen Sachen rum. Und die sind da besser drauf vorbereitet. Aber das Robert-Koch-Institut oder der Dorsten, der die Tests entwickelt hat, die sie nicht evaluiert haben, die haben sie direkt nach China geschickt, in ganz kurzer Zeit zusammengenagelt. Und wir wissen heute noch nicht, ob diese Tests wirklich das testen, was sie testen sollen, oder ob das hin und vorne nicht stimmt. Ja. Die haben das aber weggeschickt, aber die waren informiert. Dann hätten die auch gleich gucken können, dass die Leute, die von China in die Skigebiete gehen oder dieser internationale Tourismus, der dort ist, da hätte man dort schon ansetzen müssen und hätte dort schon gucken müssen, hätte dort die Ausbreitung gucken müssen. Meine Frau ist aus Vietnam und in Vietnam haben sie ganz, ganz wenig, kann man im Internet auch nachgucken, ganz wenig Fälle, weil die sofort geguckt haben. Sobald das denen bekannt war und die haben nicht den Chinesen getraut, das ist harmlos, und die haben gleich geguckt und die haben gleich geschaut und dann haben die nicht einen einzigen Todesfall, weil sie die Leute von den Ärzten so betreuen, dass sie nicht sterben. Ja, gut. Die haben großes Lob gekriegt bis jetzt schon. Na ja, klar. Weil sie wirklich Leute durchgebracht haben und auch vor allem Touristen durchgebracht haben, die eigentlich gar nichts zu denen gehören. Das ist nicht das eigene Volk, sondern sogar die Touristen haben sie durchgebracht. Engländer und so weiter mit Vorerkrankungen, die eigentlich in das Risikogruppe gehören, die haben sie gut durchgebracht. Also es ist ja auch so, in Deutschland wird das ja alles gerade gefeiert. Wir haben ja viel Glück, wir haben ja nicht so viele Tote, nicht so viele Schwererkrankte. Aber das kann nicht das Maß sein, an dem wir uns da messen. Es gibt Länder, die kriegen das noch viel besser hin und die auch viel schneller ganz anders agiert haben, wie zum Beispiel Vietnam oder Südkorea. Ich finde, das ist kein Verdienst der deutschen Politik, dass wir nur 5.000 Tote haben. Es sind 5.000 zu viel. Vollkommen richtig. Ja, es gibt ja auch andere Stimmen, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte jetzt nicht zu sehr aussehen, aber wir haben in der Grippezeit so und so viele Tote. Und es ist die Frage, ob diese Toten jetzt wirklich, und die Zählweise ist ja schon, wenn sie den Virus nachweisen, dann ist er an dem gestorben. Da spielt die Todesursache, die eigentliche, gar keine Rolle. Ja, und so zählt man da vielleicht auch verkehrt. Und in der Grippewelle sind sowieso in diesen Grippezeiten haben wir immer so und so viele Toten. Und wir haben das Maß noch gar nicht überschritten, was sonst normal ist. Vielleicht ist der Virus ja gar nicht so gefährlich. Das wird ja aber gar nicht in Betracht gezogen. Das kommt noch dazu. Ja. Gut. Thema ist ja heute vor allem Corona und Schule. Jetzt für mich oder an euch beide nochmal die Frage, bevor dann vielleicht noch jemand anderes die Chance bekommt, sich in die Konferenz einzuschalten.
Seht ihr nicht auch das Problem, dass dieser schlechte Heimunterricht wie bisher oder jetzt auch dieser schlechte Folgeunterricht gerade bei Grundschülern nachhaltig auch die Lust am Lernen für die Zukunft beeinträchtigt? Das ist durchaus denkbar, je nachdem, wie gut die Eltern darauf vorbereitet sind. Und es gibt ja auch viele Eltern, die arbeiten müssen. Die haben, ich habe eine andere Familie, die macht, hat ein behindertes Kind dabei und zwei Zwillinge. Und die macht den Verein Inklusion nebenbei noch, ja, weil sie eben auch selbst betroffen ist. Und aber noch Homeoffice und die macht zwar, kann das im Homeoffice machen, okay, aber dann noch Kinder betreuen und so weiter, das ist gar nicht so einfach und dann hast du auch nicht die Möglichkeit und dann kommt es auch drauf an, wie die Eltern, es gibt ja manche Eltern, die werden dann relativ schnell ungehalten, wenn es nicht so klappt. Und dann ist es manchmal dann eben doch besser, wenn es eben Lehrer machen, denn die Eltern sind normalerweise nicht alle ausgebildete Lehrer. Ich habe meiner Tochter zwar das Alphabet vorher beigebracht, weil ich wusste, dass es ganz unterschiedlich angegangen wird. Und jetzt ist es so, dass sie wunderbar liest, sehr schnell und auch rückwärts schreiben sehr gut raushört, wie man schreibt. Und das hat sich wirklich rentiert. Weil ich wusste, wie es geht. Also man hat ja auch über Jahrzehnte hinweg den Eltern immer die Kompetenzen abgesprochen, dass die sich auch eigenverantwortlich um das Thema Bildung kümmern können. Und es ist halt eben auch so, nimmst du den Eltern die Rechte, vernachlässigen die Eltern automatisch auch die Pflichten. Und da fehlt vielleicht auch manchmal einfach so dieses jeden Tag im Alltag mal zu gucken, was machen eigentlich meine Kinder, wenn sie Hausaufgaben machen, dass man einfach so als Elternteil auch den Anschluss hat. Und ich glaube, das ist einfach ein Problem, was auch hausgemacht wurde. Ne? Also ich kenne viele Eltern, die kommen auch nicht damit klar, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten, einfach weil denen da die Praxis fehlt. Aber das ist einfach ein Problem. Man hat Eltern auch über Jahrzehnte gesagt, ihr seid einfach zu blöd dafür. Es ist, das gibt ein schönes Schlagwort. Und das Schlagwort heißt Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und es ist bei den meisten so, dass die Mutter arbeiten gehen muss, der Vater geht arbeiten, weil sonst schafft man die Miete oder das Haus nicht abzuzahlen oder sonst etwas. So, das, und dann heißt es, ja, wir haben ja dafür die Vollzeitbetreuung. Und jetzt in solchen Zeiten, auf einmal muss das komplett wieder umgekrempelt werden. Das kann nicht funktionieren. Das System ist nicht darauf ausgerichtet, aufgebaut darauf. Wir haben weder den Heimunterricht, in dem man die entsprechenden Lehrfilme hat, die man den Kindern dann zeigen kann. Wir sind in keinster Weise darauf vorbereitet. Das hätten sie eigentlich schon mit dem Schweinevirus, oder wie war das da? Schweinevirus oder was da, nee, oder ach, da gab es vorher mal was, da hätten sie das ja schon mal sich andenken können oder auch vorplanen, dass man mal für solche Fälle solche Möglichkeiten haben. Aber da ist nichts. Da ist nichts vorgeplant. Das ist ja das Also Problem. da ist auch wieder unsere Schule ein sehr negatives Beispiel. Die Schule hat eine eigene Internetseite, die wirklich teilweise offline ist. Dann ist sie sehr wenig gepflegt. Da gibt es aber auch nicht wirklich nichts, wo man sagen könnte, wenn die Schüler mal eine Frage an den Lehrer haben, dass man irgendwie eine Kontaktadresse hat oder eine E-Mail-Adresse von den Lehrern, geschweige denn Lerninhalte. Das könnte man ja auch unabhängig von irgendwelchen Krisenzeiten und Pandemien trotzdem bereitstellen. Und so viel Aufwand kann es nicht sein. Ja? Also wie gesagt, ich stelle eine Internetseite komplett von 0 auf 100 in einer Stunde online. Warum bitteschön kriegt der Staat das nicht auf die Reihe? Ich verstehe es einfach nicht. Ich will es auch gar nicht verstehen. Das ist eher in Richtung Studium und so weiter. Da müssen sie online sein. Da brauchen sie einen Laptop. Das habe ich schon mitgekriegt aus verschiedenen Quellen, weil ich auch Leute betreut habe mit PCs. Die haben dann ihren Online-Zugang. Die können da irgendwelche Sachen runterladen und und. Aber für die gesamten anderen unteren, also ob das jetzt Gymnasium ist, ob das jetzt Realschule ist, ob das jetzt Mittelschule oder wie so Hauptschule, was auch sonst immer ist, oder eine sonderpädagogische Schule, da gibt es gar nicht.
Ja, und es gibt Ja, aber da auch das ist, da ist Problem, dass. keine Möglichkeit, solche Krisen auszusitzen oder da irgendwas zu machen. Und das wussten die aber auch ganz oben und haben sich auch nicht drum gekümmert. Ja, und ich glaube auch, dass die Grundschüler wirklich komplett benachteiligt sind, weil die halt eben noch nicht die Medien anwenden können. Die haben auch noch nicht so die Erfahrung wie Google ich, ja. Und da gibt es auch für wenig. Für die älteren Klassenstufen gibt es viel mehr. Da kann man bei YouTube, egal welche mathematische Gleichung es ist, man kann sich alles angucken lassen, anzeigen lassen. Und meine Kinder sind ja 17 und 18. Die googeln, die gehen bei YouTube, die wissen genau, was sie eingeben müssen, bis sie dann halt auf irgendeine vernünftige Lösung kommen. Aber für Grundschüler oder fünfte, sechste Klassen gibt es meiner Meinung nach da wirklich zu wenig. Und es gibt auch zu wenig Portale für Eltern, wo Eltern gucken können, wie kann ich jetzt meinem Kind helfen? Das ist immer nur theoretisches Blabla, aber nichts in der Praxis. Und das ist einfach, da sind Versäumnisse, die sind einfach eklatant. Und ja, die sind jetzt in Gänsefüßen nur durch Zufall rausgekommen. Ja, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass sich das irgendwann bessern wird. Sehe ich auch Ja, so. und wenn ich schon Plattformen mache, dann muss ich auch den Eltern eine kostenlose Software zur Verfügung stellen, die für den Kinderschutz gilt, sodass sie nicht Sexseiten runterladen können, dass sie Gewaltfilme mass sehen können. Das habe ich in anderen Fall in Braunschweig. Das ist eine Gymnasiumlehrerin. Der Junge wurde in ein Heim, nee, ja, in Heime gebracht, von einem zum anderen, Auffanglager sozusagen von der Stadt Braunschweig, dann in ein anderes, konnte bis in die Nacht hinein Netflix anschauen. Der Verfahrensbeistand hat gesagt: Hier, da hast du dein Handy, da hast du dein Tarif und du darfst es. Und da dürfen die das. Und da muss man auch dafür sorgen, weil die Gefahr ist sehr schnell, dass die in diese, dieses auch anders nutzen, dass sie gar nicht lernen, sondern dass die ihre anderen Sachen gucken, dass das chatten und sonst was machen. Aber ja, ich habe gelernt. Und die Ja, Eltern vielleicht. merken das nicht, weil sie beschäftigt sind im Homeoffice oder irgendwo anders sind, in der Arbeit sein müssen und merken das gar nicht, ob die Kinder überhaupt lernen. Da ist denn die Lernkontrolle auch weg. Da muss eine Software her, die auch auf dem Rechner sitzt, beziehungsweise vielleicht sogar spezieller Router, ja, fängt und dann die auch nur auf diese Inhalte führt und nicht irgendwo querbeet woanders. Das ist Ganz nämlich auch genau. ein Problem. So, Ja, das wollte ich nämlich noch gerade einwerfen. Vielleicht wäre es ja eine Lösung, Endgeräte zu erschaffen, die einfach nur bestimmte Seiten erreichen können, damit man wirklich als Elternteil sagt, okay, dieses Endgerät kann jetzt von meinem Kind gefahrlos genutzt werden. Ich muss mir keine Gedanken machen, weil es einfach nur auf Lerninhalte beschränkt ist. Ja? Und Richtig. das muss auch unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten von der Familie funktionieren. Das sieht man ja auch gerade jetzt, weil Leute, die jetzt arbeitslos werden, die jetzt Kurzarbeitergeld kriegen, die können sich einen neuen Laptop oder irgendwas da auch gar nicht leisten. Und schon gar nicht, wenn die zwei oder drei Kinder haben, ne? Nein, also das hatten wir ja schon diese Woche. Ich wollte jetzt nur mal schnell den Helmut kurz verabschieden. Danke, es war eine tolle Diskussion mit dir. Ich möchte anderen Leuten auch noch die Möglichkeit geben, sich einzuschalten und dann kommen wir auch schon zum nächsten Themenkreis. Schön, dass du angerufen hast, Helmut. Ich hoffe, du Ich beteiligst hätte dich auch aber in trotzdem Zukunft noch eine wieder. Frage ganz zum Ja, Schluss. eine Frage zum Schluss. Ich habe den Fall, den ich betreue. Ich mache ja hier auch in München den Verein, oder habe ich übernommen, Kinder sind Menschen, der sich um solche Themen kümmert. Ich habe eine Dame, die ist Lehrerin und könnte ihr Kind betreuen. Das wird aber in einem Heim festgehalten. Und diese Leute, die dort sind, können diese Erzieher, können diese ganzen Kinder gar nicht auffangen, weil sie auch nicht die Ahnung haben. Und jetzt möchte die Dame eine Beschwerde schreiben, ist aber sich nicht sicher aus dem rechtlichen Grund, weil der Rechtsanwalt sie da nicht wirklich unterstützt. Und sie möchte da einfach sich entsprechend äquivalent beschweren, beziehungsweise wissen, wie das rechtlich ist, dass das Kind mal endlich zurückkommt. Naja, also das sind jetzt natürlich viele Weil, Probleme auf einmal, die kann ich beim besten Willen jetzt so gar nicht ansprechen. Es kommt darauf an, warum ist das Kind weg, wie ist die rechtliche Situation und und. Grundsätzlich ist es so, wenn das Heim es nicht schafft, besser zu sein als das angebliche Zuhause mit allen Mängeln, ja, dann entfällt die gesetzliche Legitimation für die Inobhutnahme. Dann entfällt letztlich die Legitimation für den Heim.
Aufenthalts, dann muss ein Kind wieder dahin, wo es von Verfassungswegen eigentlich hingehört, nach Hause. Und dieses, wir haben das Problem ja wegen Corona gerade laufen, dass Eltern keinen Kontakt oder nur noch eingeschränkten Kontakt haben dürfen als Ausrede, was eben auch nach klarer Aussage der bayerischen Staatsregierung zum Beispiel eine Kindeswohlgefährdung darstellt, weil eben der Kontakt zu den Eltern eminent wichtig ist. Wenn ein Heim diese Verbesserung nicht mehr leisten kann, denn jede Obhutnahme bedingt ja, dass ein Kind fremd untergebracht besser aufgehoben ist als zu Hause, ja, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann muss ein Kind zurück. Ja? Denn gleich gut wie zu Hause reicht nicht, um ein Kind fremd unterzubringen. Gut, ich bedanke mich. Wir können gerne noch weiter schreiben, Helmut, aber wir müssen jetzt auch im Programm weitermachen. Danke, dass du angerufen hast und ja, wir schreiben einfach weiter, okay? Ja, das verstehe ich. Ich hätte, und es ist schon schwierig, ich hatte es schon mal ein paar Mal versucht, ich möchte es jetzt nicht in die Länge ziehen, aber ich würde gerne einen guten Kontakt zu Ihnen kriegen, weil das enorm wichtig ist. Ja. Helmut, wie guckst du jetzt? Guckst du jetzt gerade über YouTube oder über Facebook? Ich gucke das über YouTube. Ja, du kannst mich aber auch über Facebook anschreiben, wenn du einen Facebook-Account hast. Ich bin das erste Mal in dieses hier rein. Ich hatte das im Facebook zwar kurz gesehen und hielt es ja auf Activate. Dann bin ich auf diesen Link gegangen, weil ich bin jetzt also in dieser Sache jetzt gerade hier Neuling. Alles gut. Und habe gesagt, okay, das nutze ich jetzt mal, um da mich einzubringen. Wie gesagt. Ja, okay, du kannst auch den Michael anschreiben und der kann das dann an mich weiterleiten oder so. Kriegen ja, weil ich kenne mich ja auch ein bisschen aus, ne? Da kann ich dir vielleicht auch nochmal so den einen oder anderen Tipp dazu geben. Wunderbar. Ja, man müsste sich sowieso generell mehr noch vernetzen. Richtig. Um einfach hier mehr zu bewirken. Jo, das ist ein schöner Schlusswort. Leute. Danke für deinen Anruf, Helmut, und bis bald. Danke, dass ich auch gehört worden bin. Gerne. Und rangekommen. So, Stefanie, jetzt haben wir nochmal einen Anruf. Gucken wir mal, wer sich nochmal meldet. Hallo? Hallo, hier ist Barbara Hammer. Hallo Barbara, warte mal kurz. Ich muss schnell die Konferenz einschalten. So, jetzt. Ups. Irgendwas gab es nicht. Einen Augenblick, ihr Lieben. Barbara, wenn du bitte nochmal anrufen würdest, irgendwas ist jetzt gerade schief gegangen. Hallo? Steffi, bist du noch da? Ja. Nein, wir warten einfach auf die liebe Barbara. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich bin gerade vollkommen begeistert, theoretisch, von diesem Konferenzfeature, weil es eigentlich angenehme Gespräche zulässt. Und ich hoffe, dass ihr alle in Zukunft da immer schön fleißig davon Gebrauch macht. Wir werden dann gleich das Thema Krisenvorsorge besprechen, während Frank Engelin meint, er müsste für seinen One-Man-Show-Verein hier Werbung machen. Wichtig ist für mich, dass Kompetenz ohne Aggression versucht, Probleme zu lösen, und das ist leider etwas, was bestimmte Leute aus dieser sogenannten Community nicht hinbekommen. So, jetzt haben wir die Barbara nochmal. Hallo? So, hallo? Jetzt Barbara, probieren wir es gleich nochmal. Moment, ich versuche mich zur... So, hören mich alle?
Nee, nur du hörst mich, oder? Ah, ich nicht. Irgendwie klappt es jetzt gerade nicht mehr, die Barbara mit dazu zu holen. Was kommt davon, wenn man... Irgendwie kriege ich dich gerade nicht rüber, liebe Barbara. Aha. Jetzt gucken wir mal zur Konferenz hinzufügen. Ha! Ich glaube, jetzt haben wir es. So! Nee, doch nicht. Tja, irgendwie klappt es jetzt gerade nicht, ihr Lieben. Dann lassen wir es jetzt aber auch mal. Es steht ja der nächste Themenkreis auf der Tür. Und zwar das Thema Krisenvorsorge. Wir haben ja gerade schon über Masken uns unterhalten, Stefanie. Und ja, du bist ja aktiv mit einem Portal zum Thema Krisenvorsorge. Richtig, aber bevor wir darüber reden, setz doch bitte nochmal den Link von diesem Artikel zum Thema Schulöffnungen rein, weil dort veröffentliche ich ja spätestens morgen